Alexander will von mir wissen, ob Glück nur eine Ansammlung von Hormonen ist oder mehr. Die Antwort ist ja und nein. Die Sache ist die, es kommt darauf an, wie du Glück definierst. Darüber habe ich gerade erst einen Artikel geschrieben, den ich dir unten mal in der Infobox verlinke. Und zwar, wenn du Glück einfach nur mit guter Laune, also positiver Stimmung gleichsetzt, dann ja, dann ist Glück wirklich nur eine Frage von Hormonen. Es lässt sich auf deine Hormone runterbrechen. Die vier wichtigsten Glückshormone sind Dopamin, Serotonin, Endorphine und Oxytocin. Dopamin zum Beispiel ist für Freude, Vergnügen, Lust und Antrieb verantwortlich. Es lenkt all unsere Aufmerksamkeit auf das Angenehme und treibt uns an, Dinge, Ziele zu erreichen. Serotonin ist unser Stimmungsaufheller. Es trägt zur Ruhe, Gelassenheit und inneren Ausgeglichenheit bei. Vor allem dämpft es aber auch Aggressivität, Niedergeschlagenheit, Hunger, Angst, Kummer und Sorgen. Deswegen gehen Depressionen und Angststörungen oder auch Aggressionen gehen häufig mit einem Serotoninmangel einher. In Bananen zum Beispiel oder in Schokolade ist ein Stoff enthalten, der zur Bildung von Serotonin führen kann. Deswegen liest man das häufig mal in Magazinen oder Zeitschriften, dass man doch für gute Laune einfach viel Bananen oder Schokolade essen soll. Dazu muss man allerdings auch wirklich viel essen, weil der Stoff doch meist so gering dosiert ist, dass man doch große Mengen Schokolade essen sollte. Was vielleicht auch nicht so schwer ist. Endorphine werden als körpereigenes Opiat beschrieben. Das heißt, sie haben eine schmerzlindernde Wirkung. Wenn man frisch verliebt ist, setzt man Endorphine aus. Oder Lachen, Sonnenschein und Sport setzen nach einer gewissen Zeit auch Endorphine frei. Das wird zum Beispiel immer als Runner's High beschrieben. Also die Leute, die lange joggen gehen, die haben oft so einen Flash von Endorphinen, der eben dieses Hochgefühl bei ihnen auslöst. Oxytocin schließlich ist unser Bindungshormon. Es wird zum Beispiel beim Sex ausgeschüttet oder auch bei der Geburt und stärkt auf diese Weise die Bindung zwischen Mutter und Kind. Diese Botenstoffe spielen eine Rolle bei allem, was wir empfinden, denken, sagen, handeln oder tun und somit eben auch für unser Glücksniveau. Das heißt aber noch nicht, wenn du all diese Hormone in adäquatem Ausmaß bei dir hast, dass du automatisch glücklich bist. Dafür musst du schon immer noch was tun. Du musst die entsprechenden Aktivitäten ausführen, die dann zur Ausschüttung von Endorphinen oder Serotonin führen. Das heißt zum Beispiel deine Freunde treffen oder Sport machen, was auch immer. Wenn man Glück hingegen anders definiert, zum Beispiel als Lebensglück, als gelingendes, erfülltes Leben, dann geht es natürlich weit über den Einfluss irgendwelcher Hormone hinaus. Weil ein gelingendes Leben hat nichts oder hat nicht notgedrungen damit zu tun, dass wir immer unserem Vergnügen hinterherjagen, dass wir ständig Lust und Freude empfinden. Sonst könnten wir ja nonstop Filme gucken, Party machen, Drogen nehmen und alles, weiß ich nicht, 10 Kilo Schokolade jeden Tag essen, weil das dafür sorgt, dass diese entsprechenden Hormone freigesetzt werden. Aber das ist nicht das, was wir als glückliches und erfülltes Leben wahrnehmen würden. Wir wollen auch wachsen und weiterentwickeln und persönlich entfalten. Und dafür kann es zum Beispiel auch manchmal nötig sein, dass wir etwas machen, was uns nicht unbedingt Freude und Vergnügen bereitet. Dass wir also kurzfristig auch Phasen in Kauf nehmen, die eben nicht so angenehm und lustvoll sind, aber die für uns eine Bedeutung haben oder die uns zu etwas hinführen, was für uns eine Bedeutung hat. Es gibt ein ganz spannendes Gedankenexperiment, was in den 70ern, glaube ich, mal durchgeführt wurde. Da wurden Menschen gefragt, ob sie ein Leben führen wollten. Also sie hatten die Möglichkeit, an eine Maschine angeschlossen zu werden, die ihnen dauerhaftes Glück vorspielt sozusagen. Also sie würden nichts mehr von der Realität mitkriegen, aber sich dauerhaft gut fühlen, immer Lust- und Freudegefühle haben. Und sie wurden gefragt, ob sie dieses Leben führen wollen. Aber die Mehrheit der Menschen wollte das nicht. Und das kannst du dich ja auch mal genauso fragen. Und meistens ist die Antwort, nein, das wollen wir nicht. Das allein reicht uns nicht. Wir wollen nicht nur Freude und Vergnügen und Lust in diesem Leben erfinden. Wir brauchen mehr, um wirklich, ja, unser Leben zu lieben, um ein erfülltes, schönes Leben zu haben. Insofern, Hormone, ja, sie spielen bei allem eine Bedeutung. Sie definieren unser Leben, aber sie sind nicht alles, wenn wir sagen, es geht um das große Ganze. Ich bin gespannt, wie du, Alexander, darüber denkst und wie auch ihr anderen darüber denkt. Ob ihr zum Beispiel bereit wärt, euch an so eine Maschine anschließen zu lassen. Oder ob es euch vielleicht auch nicht ganz genug wäre. Hey, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen.
Gern kannst du auch meinen Kanal abonnieren. Jeden Mittwoch erscheint ein neues Video. Und wenn du selbst eine Frage hast, dann schreib einfach hier in die Kommentare, auf meinem Blog oder auf meine Facebook-Seite. Ich freue mich.